10. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Michael Luisier. Ich tue Sie heute Abend durch den Abend begleiten. Ich bin Literaturredaktor von Schweizer Radio SRF. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir uns kennen. Vor 5 Jahren habe ich den letzten Roman, den du, Markus, gemacht hast, dürfen Berichterstattung darüber machen, Vogelheu. Der Roman ist sehr, sehr gut gelaufen seinerzeit. Du bist sogar ausgezeichnet worden mit dem Basel-Landschaftlichen Kulturpreis für den. 4 Auflagen hat es gegeben von dem letzten Roman. Und die Kritiken sind auch alle sehr, sehr gut gewesen, inklusive meine. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte Sie jetzt hier begrüßen zu der Vernissage vom neuen Roman «In einer unmöblierten Nacht». Und ich tue das im Namen von Kultur Pratteln und im Namen vom Heimon Verlag. Was wir auch noch machen heute oben, neben dieser ganzen Rederei und Loserei von diesem Text, ist, es gibt ein Apero, da oben hat also ein Ziel. Und dort gibt es eine Weltneuheit zu begutachten, und das ist ein Waldmümpfeli. Ein Waldmümpfeli, das ist ein Schoggi. Die ist extra zu diesem Buch gemacht worden. Und das Rezept stammt von deinem Sohn, Markus, vom Finn. Und das ist auch meine erste Frage. Weil vor 5 Jahren, wo Vogelheu gemacht worden ist und wo das hier geführt worden ist, hat es eine Wiege. Geht für dich Literatur ohne kulinarische Highlights? Ich halte schon meine Sucht. Es geht schon, aber es gibt so den Komplementaritätsgedanken, der mich eben fasziniert. Mit Wein und Schoggi sind jetzt meine beiden Hauptrichtungen mal abgedeckt. Das ist für mich ein bisschen rätselhaft, wenn es weitergeht, aber vorläufig bin ich total zufrieden. Vermutlich hast du auch noch mal 5 Jahre Zeit, da kann sich ja etwas Neues entwickeln in die Richtung. Fangen wir an mit dem Roman «In einer unmöblierten Nacht». Das ist ein ungewöhnlicher Titel. Kannst du kurz erklären, um was es da geht und was der Titel abdeckt? Was die Bedeutung davon ist? Also ich finde ihn auch ungewöhnlich. Als ich ihn zuerst gehört habe, bin ich ein bisschen geschockt gewesen. Ich habe im Heimon Verlag 60 Titelvorschläge gemacht. Und zu meinem grossen Entsetzen hat er keinen einzigen Titel toll gefunden. Und er ist dann selber mit einem Vorschlag gekommen. In einer unmöblierten Nacht. Dazu muss man sagen, es geht auf, glaube ich, Seite 211. Ein Satz, der heißt: Weite unmöblierte Nacht, in die es Sterne schneite. Und der Satz hat jetzt der Lektorin so gut gefallen, dass sie sich ein bisschen verliebt hat und gesagt hat, das geht der Titel, ein bisschen kürzt. Die Heldin, die wohnt in einer Villa, die ziemlich möbliert ist, mit Möbeln verstellt ist, eine vermöbelte Villa. Und da ist eigentlich das ein bisschen ein Gegensatz, der sich da auftut. Die beiden Hauptpersonen von diesem Roman, ein Mann und eine Frau, das gibt ein Liebespaar. Er heisst Viktor, sie heisst Jana. Und die lernen sich kennen in Moskau. Sie stammt aus der Ukraine, sie ist Dolmetscherin, sie kommt aus ärmeren Verhältnissen. Er stammt aus der Region, kann man mal sagen. Es wird nie deutlich gesagt, ganz genau wo er herkommt. Ganz sicher ist, dass er Schweizer ist. Das gefüllte Champagnerglas hieß im schweizerdeutschen Küppli. Eine schwer übersetzbare Verkleinerungsform. Sogar für eine Dolmetscherin, die Russisch, Ukrainisch und Deutsch als Muttersprache hatte. Auch Namen konnte man nicht übersetzen. In Moskau hatte ihr Viktor einige beigebracht. Rivella, Toblerone, Ofenwaldine, Ricola, Kagifred, Zweifelchips, Kultprodukte aus der Schweiz. Aromat, die unschlagbare Gewürzmischung von Knorr, ohne die der Prinz nie ins Ausland reiste. Auch Viktor war eine unschlagbare Mischung. Den meisten Menschen fiel es schwer, von ihm nicht begeistert zu sein. Er hatte kein vollkommenes Gesicht, aber eines, in dem sich keine Katastrophen und keinerlei Zweifel eingenistet hatten. Mit den Fingerkuppen fuhr sie über sein Handgelenk. Ja, sie ergänzten einander. Viktor war schneller und lauter als sie, aber er nahm sie ernst. Sie ergänzten einander, heißt es da. Offenbar haben wir es da mit einem Dreamteam zu tun. Nicht vergessen dürfen wir, dass das jetzt Ihre Sicht auf ihn ist, am Anfang vom Roman. Und das würde ich gerne auch wissen. Wie ist er am Anfang vom Roman? Wer ist der Viktor? Ja, ich bin total eifersüchtig auf den Viktor. Also, das ist schlicht der Traummann, also der Schwiegersohn der Götter. Also, eben. Jetzt konkreter vielleicht. Eine staatliche Erscheinung. Immer ein Lächeln im Gesicht, ein Strahlemann. Charmeur,
flotten Spruch auf den Lippen. Ist natürlich, das weiß man, ein Unternehmer, also ein reicher Unternehmer. Und er ist ein Macher, ein Visionär. Er ist ein Mäzen, ein Rotarier. Und vor allem ist er eben ein Kunstsammler. Ganze idyllische Gefüge, wo du am Anfang aufgebaut hast, kleine Risse. Und das passiert auch sichtbar im Buch, in dem Moment, wo sie ihn von Ferne ein bisschen beobachtet. Ja. Da können wir gerne noch einmal ein Stück hören. Also es geht ganz, ganz langsam. Ich lasse mir für die Risse eben 200 Seiten. Jetzt ein von den allerersten, kleinsten, feinsten Rissen. Dicht gedrängt hockten die Menschen auf den Festbänken im Klöttinger Dorfkern. Viele neugierige Augen verfolgten Janas ersten Auftritt als Gattin. Victor war in seinem Element, ein Abgesandter ohne Scheu. Gemeinsam sang die versammelte Schar, unterstützt vom Frauenchor, den Schweizer Psalm. Eine Schweizer Fahne schmückte das Rednerpult. In seinem Schweizer Kreuz-Shirt wirkte Victor wie ein leicht in die Jahre gekommenes Mitglied der Fußballnationalmannschaft. Er stellte seine Bundesfeierrede unter das Motto Das Beständige im Einfachen und legte gleich los wie die Feuerwehr. Die Welt werde immer komplizierter, der Wunsch nach Einfachheit nehme zu, das Einfache habe Bestand. Die kleinen Dinge würden wieder Freude machen. Auf einem Lindenzweig lachte eine Amsel. Janas Augen badeten im Blattgrün. Victor lobte die herrliche Luft an einem Sommermorgen auf der Flur, die freie Sicht auf die Alpen. Wir können das Große nur mitgestalten, wenn wir uns am Kleinen freuen können. Knallte die Zimmertür zu, kurze Zeit später die Haustür. Sie sahen die Straße hinunterlaufen. Von Westen her zogen schwere schwarze Wolken auf. Sie aß eine ganze Waldschokolade aufs Mal. Der Druck im Kopf ließ nach, Gott sei Dank. Kurz vor Mitternacht geisterte Victor erneut durchs Haus. Du mieses, fieses Biest, du hast die ganze Zeit. Er taumelte ins Badezimmer, wo er sich erbrach. Sie lag da und betete. Mach, dass du rauskommst, rief sie, als er schwer atmend wieder neben ihr auftauchte.
habe halt eine Schwäche für dich. Victor, ich will einfach nur schlafen. Was zum Teufel habe ich dir getan? Geh, mach bitte die Tür zu. Das ist jetzt halt Schicksal. So geht zum Leben. Und was ist mit dem Victor? Du hast mir in einem Gespräch, das wir vorher geführt haben, gesagt, es geht am Schluss um eine Doppelgeburt. Also, der Victor, der endet in der Ukraine ganz elend. Also, der verjubelt dort mit dem Sergei sein ganzes Vermögen. Hat eigentlich nichts mehr, wird krank und kommt am Schluss fast auf allen Vieren zurück in die Villa. Diana ist kurz vor dem Gebären. Und dann passiert, ich soll jetzt wirklich das alles erzählen. Du musst es nicht erzählen, aber was passiert mit ihm? Lehrt er etwas daraus, lehrt er nichts daraus? Nein, er lehrt überhaupt nichts. Also im Prinzip, am Schluss habe ich das Gefühl, er wird sogar sterben. Es ist ihm alles verleidet. Nur um nichts zu lehren. Und Diana sagt, nein, Böschli, das geht nicht. Ich gebiere jetzt, aber du wirst auch neu geboren. Es passiert etwas ziemlich Verrücktes, das sage ich jetzt wirklich nicht. Aber du schrei dich bitte ins Leben. Du hast noch nicht gelebt. Was soll denn das? Und pack's. Und Tod ist viel zu billig für so einen. Wird nicht durchgewunken. Ja. Noch zwei Fragen, Markus. Was würdest du uns sagen? Und auch das meine ich nicht perspektivisch. Gibt es irgendetwas, wo du kannst sagen, auf den Punkt gebracht, das ist eigentlich das, was ich mit diesem Roman möchte erzählen? Ja, leistet Widerstand, seid wach. Nutzt, also, wenn ich Jana sage, meine ich eben viel mehr, da meine ich eigentlich auch LeserInnen. Ich denke mir, wir haben ein Problem auf dieser Welt. Und ich mache das nicht moralisierend. Also ich habe ja nie den Zeigefinger und ich habe jetzt viel zu viel gesagt. Ich würde eigentlich das gerne nicht erklären. Aber das ist so die eigene Dynamik von so einer Vernissage oder von einem Gespräch. Werdet mündig. Wir müssen alle mündig werden. Wir müssen uns durch unsere Sozialisierung nicht das Wichtigste nehmen, unseren Kern, dort wo wir leben, dort wo wir Ideen haben. Und ich bin immer ein Nischengänger gewesen, ich habe mich immer für die Nischen eingesetzt. Also, wir sollen die Nischen pflegen, nicht die Einfalt. Also, wir sollen den Einfaltspinsel nicht ausleben. Mein Rezept für die Welt wäre Vielfalt. Das ist doch ein schöner Satz, oder? Das ist ein wunderbarer Satz. Nimm mir gerade einen Sinn. Das Hirn kann das Hirn nicht verstehen. Was geht halt, was muss nur gehen? Eine Statue, Staub, die Einsamkeit. Los auf den Wald, was er dir sagt. Wurzeln sind Ort, wo schützen. Baumstämme sind Rücken, wo stützen. Der Tanz lernst vom Wipfel, wenn's windet. Stöhn, wenn der Regen das Laub findet. Still hockt der Kutz auf seinem Ast. Der Mond scheint, verzwatzelst fast. Zeit für die Jockey, für die Liebe statt die Macht. Zeit für die unmöblierte Nacht. Bin die Nacht die unmöblierte, was Sterne schneit auf die Liebe. Bin die Nacht die unmöblierte, was Luther Sterne schneit. Lamac golovu ni ponimaja, što da i otpad jersku na poru, a tje vunuš nas vobadica, statuja, poel, a tje noće sta. Deverjaješ ta tolka lijes, se kog ta on što ta gavarit.